Hallo liebe Bastler, diese Woche habe ich eine besonders schöne und doch sehr schnelle Karte gebraucht, und zwar in Lila-Tönen. Da habe ich mich dann kurzerhand für unser nagelneues Stempelset Blumiges Etikett entschieden und die Karte hat so viel Spaß gemacht zum Basteln und ist so schön geworden, dass ich mir gedacht habe, genau so eine mache ich heute für unser Video, aber in ein bisschen andere Farben. Wer das Original sehen möchte in die lila Töne, kann das gern machen. Die ist zu sehen auf meinem Instagram-Account. Also einfach eingeben, die Wunderwelt aus Papier oder meinen Namen. Dann werden Sie meinen Account sicher finden. Da können Sie die Lilane anschauen. Und wir basteln jetzt, wie gesagt, genau die gleiche Karte, aber oder ziemlich eine sehr ähnliche Karte, aber in anderen Farben. So ihr Lieben, dann legen wir los mit unserer Karte. Und zwar habe ich jetzt den blumigen Stempel schon mal aufgezogen und den stempel ich mir jetzt als allererstes ab mit Blutorange. Den Stempel gut befüllen. Und dann setzen wir uns den einfach auf die Kartenauflage so da unten her. Einmal schön abstempeln. Wunderbar. Ich habe es jetzt ganz bewusst in der stärksten Farbe abgestempelt, weil das Schöne ist, dass man da die Farbe dann sehr schön mit dem Wasserdampfpinsel anlösen kann. Alle Maße zur Karte finden Sie natürlich wie immer unten in der Infobox. Aber heute ist wirklich so, dass ich mit einem normalen Flüsterweißkarton arbeite und eigentlich, wer nicht ganz so sicher ist mit dem Wasserdampfpinsel, der sollte eher einen Aquarellkarton verwenden oder auch gerne Seidenglanzpapier. Ich wollte aber heute einen ganz weißen Karton haben und habe mich deshalb für ein Flüsterweiß entschieden. Da muss man dann einfach ein bisschen vorsichtig sein mit dem Wasser. Aber Sie werden sehen, auch das funktioniert, wenn man nicht ganz wild viel Wasser verwendet, dann funktioniert das sehr gut. Ich fange jetzt so an, dass ich da unten einfach eben die Farbe anlöse. Dann habe ich da schon mal meinen ersten Rotton. Wie gesagt, das Ganze eher vorsichtig mit nicht zu viel Wasser. Und ich bin wie immer beim Ausmalen ein Fan davon, nicht zu genau zu arbeiten. Mir gefällt das einfach gut, wenn da ein bisschen Bewegung ist. Finde ich einfach schöner, als wenn das jetzt wunder wie genau ausgemalt wird. In dem Fall, durch das, dass man ja das Rot vom Stempelabdruck auch immer wieder ein bisschen anlöst, ergeben sich da dann ganz schöne Farbmischungen. Und ich tauche dann auch gar nicht immer in die gleiche Farbe wieder ein, sondern mache das einfach wirklich auch ganz verdünnt und setze dann manchmal von hinten her noch ein bisschen nach. Einfach ein bisschen kräftiger, nur hinten dran. In die Mitten rein dann gerne auch einmal nur ein bisschen gelb als Blütenstempel. Wunderbar. So, dann verwenden wir als nächstes für die Blüte da heraus, nehme jetzt überhaupt das Gelb. Machen wir eine gelbe große Blüte. Das funktioniert wirklich total spitzenmäßig. Ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf durchlaufen, dann dauert das Video nämlich nicht so lang. Sind diese Blüten ausgemalt. So schauen sie jetzt aus. Es trocknet jetzt noch ein bisschen, dann kommen die Farben noch ein bisschen klarer und schöner raus. Und was ich ganz schön finde, ist, wenn man von den Blättern das Restgrün, was im Pinsel ist, dann für eine Blumengruppe noch mal ein bisschen verwendet. Dann löst man nämlich den Rotton an oder eben bei meiner vorhergehenden Karte den Lilaton und hat so ein bisschen einen Grünhauch drinnen. Das finde ich sehr, sehr schön. Gut, dann starten wir für unseren Spruch. Und für einen Spruch habe ich mir gedacht, möchte ich jetzt diesmal
nicht den Hallo-Spruch verwenden, den habe ich nämlich das letzte Mal verwendet, sondern diesmal brauche ich einen Anlass für eine Geburtstagskarte. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme den Innenteil von dem Stempel, den habe ich nämlich nicht weggeworfen, weil ich finde, dass so ein flächiger Stempel sehr, sehr schön ist als Untergrund zum Beispiel. Ich versuche das Ganze jetzt einmal mit Gelb abzustempeln. Mal schauen, wie das wird. Ich möchte nämlich eigentlich einen schönen Gelbton drunter haben und bin mir aber noch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht den zweiten Abdruck möchte, den helleren. Und ich glaube, der wird es dann auch werden. Und Sie sehen schon, da lässt sich einmal ganz lässig auch das entweder als Hintergrund dann verwenden, der Stempel, oder eben so wie da jetzt als Auflage obendrauf, aber eben eventuell in der helleren oder dunkleren Farbe. Da hat man dann einfach ein bisschen mehr Möglichkeit als mit dem Farbkarton. Deshalb habe ich mir den Innenteil aufbewahrt. Schön. Und den Spruch selber, den werden wir stempeln, ich denke, in dem Blutorange. Ich glaube, dass das schön wird. Also machen wir uns die einmal zu und die anderen verräumen wir schnell. So, dann zum Spruch abstempeln verwende ich jetzt ganz bewusst einen Stemperatus. Und zwar deshalb, damit ich mir den Spruch da drinnen ganz schön positionieren kann. Das ist einmal Grund Nummer 1. Und Grund Nummer 2 ist, ich habe mich da eben für einen Gummistempel entschieden, aus dem Stempelset für besondere Anlässe, da habe ich den Geburtstag genommen. Und da kann man ja nicht so gut durchschauen und deshalb habe ich mir eben gedacht, das wird jetzt mit dem Stemperatus total spitzenmäßig. Da fülle ich mir jetzt einfach den Stempel an, habe da schon meine Kunststofffolie drinnen, die genau diese Größe hat. Stempel einmal rüber. Und seht schon, aha, da befindet sich also mein Stempel dann. Jetzt brauchen wir nur schnell den Magneten. So, und jetzt schiebe ich mir da drunter rein meinen Teil. Ich denke, so müsste es ganz gut passen. Da bin ich schön in der Ecke. Damit lupfe ich mir den an. Fixiere mir mein Papier. Mal schauen. Ja, passt. Gut. Dann befüllen wir den Stempel nochmal neu. Und stempeln nochmal ab und schauen, ob das gut passt. So. Ja, passt wunderbar. Jetzt möchte ich das Ganze aber gerne noch sehen auf dem helleren Untergrund. Von daher nochmal die Kunststofffolie rein. Da wieder schön draufgelegt. Schaut, dass es schön passt. Ja, so ist wunderbar. Wenn wir das Ganze wieder anhängen, Stempel frisch befüllen und rüber stempeln. Wunderbar. So, und jetzt haben wir natürlich total super schön mit unserem Stemperatus die Möglichkeit zu schauen, was uns da dazu jetzt besser gefällt. Jetzt stanzen wir mal einfach beide Teile aus. Zum Glück gibt es ja da dazu ganz wunderbar eine schöne Stanze. Da werde ich mal kurz wegschneiden. So. Dann werden wir uns das einpassen. Nummer 1. Geschickter wäre jetzt natürlich gewesen, das Ganze anders abzustempeln. Aber ich wollte den Papierstreifen aufbrauchen. Und dann ist mir mal ein bisschen abschneiden auch kein Problem. So, und Nummer 2. Und jetzt können wir gleich ganz wunderbar schauen, was uns besser gefällt. Ob der hellere oder der dunklere. Ach, beides ist wieder schön. Wie immer bin ich dann im Dilemma. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch mit Untergrund an. Das dunklere oder das hellere? Ich bin jetzt glatt fürs Kräftige. Mir gefällt jetzt glatt das Kräftige besser. Von daher wird es jetzt diesmal dieser Abdruck. Und jetzt brauchen wir auch schon nur noch zusammenkleben. Karte schnell falten. Und dann kleben wir uns das Ding auf. In dem Fall haben wir jetzt alles Farbkarton, von daher kann man ganz super mit dem Dombo zusammenkleben. Da nehme ich jetzt als erstes den farbigen Aufleger. Schön in die Ecken fahren. Drauf damit. Ich habe mir jetzt entschieden, dass der dunklere farbige Untergrund
nur ganz ein kleines bisschen übersteht. Ich will, dass das nicht zu kräftig wird drunter. Von daher nur ein ganz schmaler Rand. Und jetzt setzen wir noch den drauf. Das Fussel. So. Schauen, dass der da gut drauf sitzt. Gleich zurecht schieben. Wunderbar. Sehr gut. Und das Ganze könnte man jetzt auch schon mit Dimensionals aufkleben. Mir gefällt es aber besser, wenn so viele Schichten Papier sind. Dann mag ich das immer ein bisschen lieber, wenn das gleich ganz glatt drauf klebt auf der Karte, sonst wird sie so hoch. Das finde ich dann auch nicht so schön. So, da lang. Da ist irgendein Fussel. So. Jetzt. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein paar Dimensionals für da hinten drauf. Für unseren Spruch. Setzen wir den da schön rein. Wie immer einfach locker drauf liegen lassen, da hat man nur schön die Chance, das gut einzurichten. Und wenn es dann passt, dann andrucken. So, jetzt werden da natürlich noch ein paar Highlights schön. Mir passen da jetzt gerade zufällig total super unsere selbstklebenden Pailletten aus dem Frühlings-Sommer-Katalog. Ich vermute mal, dass der eine oder andere von Ihnen den noch daheim haben wird. Also ruhig auch das Zeug verwenden, was man hat. Das lässt sich meistens sehr schön wieder kombinieren. Und wenn Sie das nicht haben, dann lassen sich auch schön ein paar Steinchen verwenden, Glitzersteinchen. Die können jetzt auch zum Beispiel mit den Stampin-Marker, mit den Alkoholmarker, kann man die schön anmalen. Dann passen die farblich auch wieder wunderbar. Und da gibt es immer irgendeine Lösung, dass es nett ausschaut, dass man ein bisschen ein Highlight hat. Was ich jetzt noch ganz gerne mag, ist einfach mit dem Wink auf Stella noch ein kleines bisschen über die Blümchen zu fahren. Ich finde, das ist gerade noch so ein schönes Finish. Das macht es gerade noch mal richtig aus, dass da noch ein bisschen Glitzer ist. Ich weiß, dass einige von Ihnen das nicht mögen, dann können Sie es ja einfach weglassen. Aber ich finde das immer total toll, wenn da noch ein bisschen Glitzer drauf ist. Und schon ist unsere Ratzfatz Geburtstagskarte fertig, die aber meiner Meinung nach noch wirklich gewaltig super ausschaut und auch noch ganz viel Arbeit ausschaut, finde ich. Schön, ich hoffe, Ihnen hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, schenken Sie mir bitte gerne Ihren Daumen hoch. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Nachbasteln. Wie gesagt, schauen Sie gerne auf meinen Instagram-Account. Und in dem Fall sage ich Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.